Heute bei Game Boy Time geht es um Mega Man 2. Ja, das Spiel, was ja viele so schwer fanden. T-Shirt ist hier nass. Herzlich willkommen zu Game Boy Time am heutigen Tage, zur heutigen Ausgabe selbstverständlich. Und ihr wisst, ich sehe ein bisschen fertig aus mit dem Ganzen hier. Ja, nicht ganz. Moment. Ja, jetzt richtet der sich noch on air bei einer Live on Tape Ausgabe. Ja, ist ja immer so. Alle Formate sind hier live on tape. Naja. So, ich begrüße euch. Ja, ich stehe am Mikrofon. So. Ich begrüße euch ganz herzlich zur neuesten Ausgabe von Game Boy Time. Und das ist heute mein ganzer Zettel. Schön markiert mit allen Daten und Infos. Und wir spielen heute ein Spiel, das habe ich auch gern gespielt, aber das ging schon damals zu meiner Zeit. Warum nimmt er jetzt eine Flasche? Ich will was trinken. Tut man eigentlich auch nicht, aber auch egal. Und zwar, was soll ich sagen? Und zwar geht es um eine Videospielserie, die ja eigentlich auch eine sehr schwere ist. Und die auf einem Emulator zu spielen ohne Gamepad ist erst richtig schwer. Und für einen, der noch dabei labern muss. Es geht um Mega Man 2, ja. Nicht Mega Man 1, sondern Mega Man 2. Wie ihr natürlich wisst, habe ich letzte Mal im Rahmen von Game Boy Time Wario Land 2 präsentiert. Hier jetzt Mega Man 2, erschien das Ganze im Dezember, am 20. Dezember 1991 in Japan. Paar Monate später, 3 Monate später, nämlich kam es nach Amerika, in die USA und natürlich dann im Laufe des Jahres 1992 auch hier nach Europa, auch zu uns. Alles natürlich für den Game Boy und das Ganze ist natürlich für die, die sagen, ja, ich habe keinen Game Boy, aber das Spiel ist geil. Und sind zu faul, um sich einen Emulator zu holen für ihren Gameboy, für ihren Laptop. Dann empfehle ich die Virtual Console für eure Wii, Wii U ja selbstverständlich auch. Und das gibt's das Ganze erst seit gut knapp 2 Jahren, seit August 2013 in Japan und seit Mai 2014 in den USA und erst seit einem Jahr erst auf der Virtual Console hier in Europa. Und das Ganze kommt von Capcom selbstverständlich und von Nintendo selbstverständlich auch in den USA so released. Das ist das US-Cover. Und das Ganze ist ja ein Action-Jump-and-Run-Spiel, wo natürlich klar ist, Mega Man muss ja gegen Dr. Wily selbstverständlich ankämpfen und gegen seine ganzen anderen Roboterarmee. Und wer natürlich von euch die Serie Mega Man selbst kennt, der weiß auch, wie das Ganze abläuft. Und wer die Serie aus den 90ern kennt, das zeige ich euch jetzt mal. Ich zeige euch nur das Intro, weil ich weiß gar nicht, ob ich für die Musik dann Ärger kriege, aber ihr hört es ja, sagen wir mal, ganz anders als ich. Deswegen kann ich ja den Sound auch aufmachen. Moment, ich guck mal kurz. Mega Man. Wer natürlich nur die Serie kennt, ne? Ne, ist ja auch nicht schlimm. Deswegen, ich zeig mal, weil dieses Intro der Serie, das ist so übertrieben 90er. Ne? Wir hören mal rein. Ne? Ich lasse mal aber das Bild klein. Ja, bei Retro Roboter. So. Ja, da war Dr. Wily zu sehen. Natürlich die ganzen anderen Feinde von Mega Man. Ja, voll wirklich so 90er Techno-Style alles. Jetzt wird mir das Video nicht gesperrt. Ich muss sowieso aufpassen. Und ja, das spielen wir heute.
Nicht die Serie, sondern ich wollte auch mal kurz zeigen, da gab es nämlich auch eine Serie in den 90ern, wie schon gesagt, das Intro wirklich derbe Techno-90er-mäßig, schieß mich tot. Und ich muss mal ganz kurz an mein Handy gehen, weil ich sehe, das ist unten nicht am Blinken, aber geht ein bisschen auf den Zeiger. Gut. Ging um was schon war. So, ja, das spielen wir heute selbstverständlich, Mega Man 2. Und für viele ist es natürlich wahrscheinlich eines der schwersten Spiele überhaupt. Ja, weil es wird immer wieder gesagt, einige Mega Man-Teile, die sind wirklich richtig schwer zu meistern. Und viele machen ja natürlich auch einen Speedrun daraus. Ich glaube, war das auch schon mal thematisiert worden bei Rocket Beans TV mit Speedrandale? Ich weiß es nicht. Müsst ihr mal gucken, ihr könnt es mir auch in die Kommentare gerne schreiben. Und da könnt ihr auch gerne reinschreiben, welches Spiel ich gerne als nächstes spielen soll. Wie schon gesagt, es muss was mit dem Gameboy zu tun haben. Gameboy, Gameboy Color, Gameboy Pocket, also ist ja beides. Gameboy Advance und Gameboy Advance SP ist natürlich klar. Nichts mit dem Nintendo DS und auch nichts mit der Nintendo Wii. Und der Wii U, auch wenn hier die Super Nintendo steht, denn es gibt eine weitere Frage an euch da draußen. Ihr wisst, ich habe ja eine Folge Game Boy Time ja schon gemacht, wo es um den Game Boy ging, um die Hardware des Game Boys und vieles mehr. Und daher, dass es ja mehrere Game Boys gab, den dicken, den Pocket, den Color, den Advance SP und den Micro, natürlich auch den Game Boy Light. Wollt ihr, dass nächste oder übernächste Ausgabe es mal wieder um die Hardware des Gameboys geht, generell? Weil es gibt ja auch beispielsweise, was man hier jetzt sehr schlecht sehen kann, wahrscheinlich hier, das graue Teil hier. Ich umkreise das mal mit meinem Arm. Das ist ja das Super Game Modul. Ob wir da mal darüber sprechen und natürlich auch zeigen, was das so kann, weil das würde mich natürlich auch interessieren, jetzt hier jetzt natürlich jede Woche immer ein und dasselbe Spiel zu, nicht ein und dasselbe, aber jedes Mal ein Spiel zu präsentieren, macht natürlich auch nicht viel Spaß. Aber das nur gerne mal dazu, wie schon gesagt, alles unten in die Kommentare. Und ich zeige euch natürlich auch gleich, wie beziehungsweise wo ihr euch das Spiel auch noch holen könnt, beziehungsweise wenn ihr Sammler seid, das könnt ihr natürlich auch machen, dafür ist natürlich Amazon immer wieder ein guter Weg, selbstverständlich. Aber jetzt erstmal, ach, das mit dem Knicken bringt auch heute nichts. Ja, das sieht man auch schon, wie schlimm das geknickt ist und wie es dann von hinten aussieht, so krumm und schief. Nee, doch nicht, ist irgendwie, ah, es geht. Hier so zack, zack. So, wir zocken es jetzt an. Ich zock's wie immer natürlich auf meinem Laptop, selbstverständlich. Und wie schon gesagt, durch das Aufzeichnungsprogramm Manycam ist natürlich unter anderem der Ton geradewegs nicht so gut. Ich muss deswegen auch mal ein bisschen testen, um natürlich zu gucken, wie laut der Ton natürlich hier ankommt. Deswegen starte ich mal ganz kurz. Ah, ich sehe das gar nicht, das ist doof. So, jetzt aber. Mal ein bisschen lauter. Auch muss ich ganz lauter machen, damit man überhaupt was hört. Das macht es anders. Ja, wahrscheinlich hört man das, wahrscheinlich hört man das nicht, denn das Systemsound, den Systemsound kann man wohl hören, ich weiß es jetzt nicht. Aber wir greifen erstmal das Bild ab, das wäre, glaube ich, auch mal ein bisschen besser, denn jetzt spielen wir Gameboy, genau. So. Wir starten das Ganze einfach mal nochmal von vorne, ne? Also resetten und das ist einfach stumpf das Intro von Mega Man. Ich mach mal kurz Folgendes. So. Ja, ihr könnt natürlich auch, selbstverständlich, ich tu mal die Maus weg, unter anderem natürlich Passwort eingeben, ne? Das geht dann ungefähr so, ne? Wie Tic-Tac-Toe. Ist natürlich kein richtiges Passwort. Darauf gehen wir nämlich gleich ein, um natürlich auch dann zu zeigen, dass sie wirklich funktionieren sollten. Ja. Wenn wir natürlich auf A drücken, haben wir vier Gegner zur Auswahl. Einmal den, einmal den, einmal den, einmal den. Wir machen es natürlich ganz einfach. Wir gehen hier oben hin und fangen an mit Clash Man. Alle enden hier, glaube ich, wohl mit Man. Und hier sind wir mit Mega Man. A springen wir, B schießen wir. Ne? Oh, guck mal. Direkt hier so. Ne? Und natürlich ganz wie gewohnt mit dem Steuerkreuz laufen wir wie gewohnt nach oben. Und. Na, scheiße. Jetzt kommen hier eine Menge. Das sieht man schon, wie vorbereitet Waldi ist. Nein!
Ey, das ist... Oh, endlich! Also... Ihr habt nichts gesehen. Das ist echt ein toller Vorführeffekt, wenn man das jetzt mal einfach mal hier so... Also wie schon gesagt, ne? So. So. Hat... Ey, das ist eigentlich wirklich eine ordentliche Blamage geradewegs gewesen. Heißt es, das soll schwer sein? Naja, warte jetzt mal ab. Nein! Ich wollte nicht springen! Nein! Ich vergiss das immer wieder. Ist natürlich auch recht schwer. Nein! Ey, das gibt's doch nicht! Ey. Wenigstens ein Leben dazu. Ey. Ich will nicht gleich nochmal mein Leben verlieren. Verfluchte Scheiße. Also, ich verliere eh gleich. Also, dann kann ich auch gleich das hier machen. So. Ja, ihr seht, ist für mich ein bisschen schwer. Ich habe auch lang nicht mehr gespielt. Ja, das ist eine schlechte Ausrede, ich weiß, aber was willst du machen? Ne? Dann ist doch mal anders. Aua! Naja, hier auch schon wieder eine Menge verloren. So, zack und zack. Na komm, 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 Mann! Das gibt's doch nicht! Also, ich bin bis jetzt im viel weit gekommen. Oh. Ja, da sieht man es auch deutlich, wie schön das gemacht wurde. Aber wie schon gesagt, es ist auch wirklich schwer für die, die das eigentlich nie spielen. Oh. Ja, bringt mir nichts, weil wenn es hier runterfällt. Ich kann auch natürlich Folgendes machen, andauernd dagegen schießen. Ne? Ich will einfach mal weiterkommen. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, wir können auch auf Ende gehen. Nein. Ja. Naja, Leute. Ihr seht, wie schlecht ich das spiele. Vielleicht lasse ich mal einfach mal gleich stumpfen Band laufen. Da kommt man auch schwer ran. Da kommt man schwer ran. Was verlangt man von mir? Ja, dass ich das Spiel präsentiere, ganz einfach, ne? Aber es ist, wie schon gesagt, auch sehr schwer, um irgendwie auch selbstverständlich das Ganze, na komm, zu präsentieren. Ich bin ja auch schon derweil am Überlegen, mir wirklich ein Gamepad zu kaufen, ne? Um das Ganze natürlich zu machen, ne? Und das natürlich besser zu machen, müsste ich dann natürlich Tastenbelegung machen, alles Mögliche. Ich will das jetzt auch nicht als Ausrede nehmen. Das Problem ist einfach wirklich, ich habe es Jahre nicht mehr gespielt. Ne? So, jetzt gleich einfach mal... Oh! Ja, abwarten. Es kommt noch schwerer. Sieht man jetzt. Ne? Jetzt müssen wir gleich hier einfach mal aufpassen. Oh, denn es ist wie schon gesagt auch... Oh, Schwein gehabt. So, jetzt sind wir mal wenigstens hier oben, aber wir verlieren gleich. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Jetzt müssen wir hier runter. Oh, das hätte unser Todesurteil sein können. Wenigstens jetzt zum Teil... Ui. Scheiße, kriege ich nicht hin. So, da müssen wir aufpassen. Da kommen wir aber nicht hin. Ja, warum kommt Waldi da nicht hin? Ich bin wirklich nie so weit gekommen. Ey, das ist eine Blamage. Naja, hier sieht man jetzt beispielsweise das Passwort, wie das jetzt ausschaut. Also A1, B3, B4, C3 und D2 und 4. So schaut es aus. Wir können jetzt natürlich sagen, wir suchen uns natürlich eine neue Stage aus oder spielen weiter. Wenn wir weiterspielen, sind wir hier. Deswegen würde ich eigentlich gerne...
Ja, ich weiß gar nicht, wie kommt man eigentlich zurück, man's anders. resetten einfach. Nein, ist natürlich dann auch ein bisschen schwerer, aber wir nehmen natürlich dann direkt den nächsten. Das ist jetzt Doktor, nein, das ist Metal Man. Ne? Hat also viel mit Metall zu tun. Ne? Hier beispielsweise, der ist echt ulkig. Ne? Den kann man schwer kaputt machen. Auch die Mucke, die ist Hammer. Autsch. Ja. Oh, da müssen wir jetzt aufpassen. Da müssen wir jetzt schießen. Oh, guck mal. Wisst ihr? Das ist auch wenigstens was, weil die noch so drauf hat. So. Ah, da komme ich nie so richtig weg. Aber sehen wir, Waldi kommt weiter. Ui. Ja. Aber trotzdem schon bald halb am Verrecken. Oh. Ne? Warum wohl? Das kann ich nicht sagen. So. Jetzt haben wir hier so schöne. Oh. Guck mal, jetzt können wir hier euch mal mehr zeigen. Gehen wir jetzt einfach. Oi! Oi, 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 oi. Ja, bringt nicht viel, bringt nicht viel. Ui! Nee, das war jetzt. Ja, das war bestimmt zu weit. Aber sind wenigstens quasi an einem Checkpoint angelangt und haben ja ein Leben dazu gewinnen können. Ne? Das ist wenigstens auch etwas. Dam 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 da 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 dam. So, jetzt können wir hier noch mal ein bisschen. Oh, so schön. Oi. Ah, ich muss ein bisschen aufpassen. Oh. Ein bisschen Leben. Oh, viel mehr. So. Ah, kaum habe ich wieder was, schon verliere ich es wieder. Da kann ich es mir jetzt direkt wiederholen. Wenigstens etwas. So. Ja, so, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich. Oh Gott. Nein. Nein, 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 komm nach oben. Ich muss nämlich aufpassen. Oder sonst verliere ich. Was auch ich glaube ich auch schon gleich passieren wird. Oh. Ja, weil ich nur noch zwei Striche habe, ne? Ui, ein Strich nur noch. Und das war's. Ja. Das ist auch ein bisschen schade, aber wir machen direkt sofort weiter. Wir können natürlich auch gleich direkt sofort ins nächste Level gehen. Aber wie schon gesagt, das macht auch wirklich eine Heiden viel Spaß. Darf ich das so sagen? Heiden viel Spaß? Ich weiß auch nicht. Deswegen, also. Mal schauen. So. Versuchen wir jetzt erstmal hier heile durchzukommen. Also, das ist manchmal echt wirklich nicht möglich. So, jetzt aber. Weil hier hast du manchmal wirklich so. Oh, jetzt. So. Suchen wir es einfach mal schnell. Ah. Einfach mal schnell hier durch. Das geht jetzt nicht anders. Also weiter. Nein!
Das war ein Fehler. Ah. Aber diesmal haben wir es mehr geschafft. Etwas mehr. So. Nein, so. Und so. Ja, wenn man nämlich das hier machen will, dann A und runter gleichzeitig. Ja. Ei. Aber wieder etwas mehr dazu gekriegt. So, jetzt geht's. Oh, da ist ein Leben und da komme ich nicht hin. So. Oh, da können wir jetzt mal wieder natürlich. Schwein gehabt. Das wird jetzt etwas einfacher. Ah! Na, das auch. Oh, das kann jetzt auch ein bisschen. Auch nichts. Kein Leben oder so. So, jetzt kommen wir so langsam Richtung Endgegner. Ne? Da haben wir Metal Man. Ja, leider. Ja, leider nicht geschafft, aber wir haben noch eine Chance. Ja, machen wir das mal schnell. Oh, den. Ja, das ist. Ja, bringt nichts. Komm, bring mich um. Bringt nicht viel. Also, ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Da war es ein bisschen am Laggen. Wie auch immer. Naja, hat auch nicht so gut geklappt. Naja, was soll's. Wir gehen aber gleich nochmal aufs Spiel ein. Deswegen werde ich jetzt erstmal nochmal wieder zurückgehen. Denn, wie schon gesagt, seht's an mir. Ich bin fix und alle mit dem Spiel. Nein, es ist wirklich. Vielleicht ist es für euch ja etwas schwieriger als für mich, aber es ist natürlich auch ein bisschen anders. Und für die, die natürlich sagen wollen, ja, Anfangslevel sind einfach und so, da habe ich nämlich was für euch, und zwar nämlich Spieletipps.de. Ja, Spieletipps.de, der war ja schon eine Firma der, ich glaube, Giga Digital GmbH. Nein, der Ströer Media Brands, so hieß sie, so heißt sie. Gehört aber ja auch quasi mit zu Giga. Also die Seite. Und da gibt es beispielsweise, das kann ich mal kurz zeigen hier, die ganzen Cheats, Freezer Codes und Tipps und Tricks beispielsweise. Also hier beispielsweise steht da, um nach 2.4 zu Dr. Willis Festung ins All zu kommen und alles zu haben, gibt man eigentlich folgenden Code ein: A1, A3, A4, B3, C1, C2, C3, D1 und D3. Dann müsst ihr den Typ auf dem Hüpfstab besiegen und so weiter. Und natürlich gibt es dann auch noch vieles, vieles mehr, dann natürlich auch noch zu machen. Und natürlich auch die ganzen, ich nenne es nicht Cheats, aber es sind ja quasi Waffen-Cheats. Hier sieht man es: Clash-Waffe, Metal-Waffe, Wood-Waffe, Hard-Waffe, Magnet-Waffe, und alle Waffen kann man sich dann hier holen. Also für die, die es immer noch nicht so einfach ist. Und dann natürlich die Level-Codes. Und wir geben jetzt mal einfach Dr. Wily ein. Ich habe leider keinen Stift hier, das ist das Problem. Deswegen A1, D1, A2... und so weiter. Deswegen, ihr seht jetzt einfach mal hier auch noch dieses, das Spiel. So. Und jetzt müssen wir wie eingeben? A1, D1, A2, A1, D1, C2, A3, C3, C2, A3, C3. Nein. Und B4 und C4. Hä? Nochmal. A1, D1, A2. So, ich mach das einfach mal. Ja, machen wir das nochmal. Also, A1, D1. Ich habe C1 nämlich gemacht. Ha! Deswegen. A2, C2. A3, C3. Und B4 und C4. So.
So, und zack, bumm, da sind wir. Da sind wir jetzt hier beim... Ja, weiter kommen wir auch nicht. Oh, guck mal, hier doch. Ja, bringt auch nicht viel. Deswegen würde ich mal einfach mal sagen, reicht das auch? Also so funktioniert das beispielsweise. Und da sieht man auch direkt sofort, dass man auch alle Waffen hat. Ne, ist jetzt ein bisschen zu kompliziert gewesen, um das jetzt so zu sagen, aber es ist jetzt wirklich so, dass das auch so funktioniert hat. Ja, ein bisschen durcheinander jetzt geradewegs, aber was soll's, um das euch nochmal zu zeigen, die Cheats funktionieren sogar, alles weitere unten in der Videobeschreibung. Und nun kommen wir natürlich auch zu dem, ich mach's mal aus, zu dem, was ich euch natürlich auch wieder zeigen wollte, und zwar nämlich klar mit Amazon. Ist euch klar, wenn für die, die jetzt sagen, ja, für ich möchte eher lieber das Feeling haben für den Gameboy, dann natürlich ist klar, ist natürlich Amazon immer wieder eine große Hilfe. Und zwar hier selbstverständlich, wenn ihr mal einfach mal Mega Man 2 eingibt, das ist natürlich hier das Cover des Gameboys für die US-Version, und die gibt es ab 4,80 €. Drei Sammlerstücke gibt es natürlich auch noch dazu. Da vergrößern wir einfach mal unser Teil. 4,80 € natürlich hoch hinaus. Sieht man das natürlich. Das teuerste ist, wie schon gesagt, 13,50 € und ist ein Sammlerstück, was sehr gut erhalten ist. Also von gut bis akzeptabel ist natürlich alles dabei. Da geht es natürlich nochmal weiter. Können wir natürlich auch noch weiter gucken. 14,90 €, also bis 49,75 € inklusive des Covers sogar. Und das auch noch gut. Also wie schon gesagt, von gut bis akzeptabel ist alles dabei. Wenn ihr das natürlich dann haben wollt, dann schaut unten in der Videobeschreibung nach. Da gibt es ja alles Mögliche, was zu finden ist. So, damit habe ich meine Blamage heute mal wieder mal gezeigt in einem Gameboy-Spiel namens Mega Man 2. Für weitere Spiele, wie schon gesagt, unten gibt es auch noch in der Videobeschreibung einen Link zum Wikipedia-Artikel auf Englisch. Deutsche Wikipedia-Artikel zu einigen Spielen gibt es ja gar nicht. Einige bis gar nicht, so muss man da sagen. Sollte man eventuellerweise ändern. Alles weitere wie immer natürlich auch auf derchertv.wordpress.com. Da gibt es natürlich auch die ganzen Links und alles Mögliche. Und auch natürlich auf unserem YouTube-Channel selbstverständlich auch alle weiteren Folgen von Game Boy Time. Wie schon gesagt, erstens, ob in den nächsten Folgen natürlich einerseits mal wieder ein bisschen mehr Hardware für den Gameboy präsentiert werden soll, wäre auch eine tolle Möglichkeit. Zweitens, welche Spiele es diesmal sein sollten, könnt ihr auch mal entscheiden. Und in der Videobeschreibung ist natürlich auch viel Platz für eure Ideen. Natürlich auch mehrere. Ihr könnt es mir auch selbstverständlich per E-Mail schreiben, derchotv@gmx.de, betreff Gameboy Time Spielvorstellung. Und sonst natürlich, wie schon gesagt, alles von Gameboy zum Gameboy Advance SP ist alles für euch offen. Also von der Generation Gameboy bis Gameboy Advance ist alles dabei. Selbstverständlich, und wie schon gesagt, ihr könnt die Sendung mitgestalten. Das war's von meiner Seite aus hier von Gameboy Time. Auch wenn wir nicht viel zum Spielen gekommen sind, wie schon gesagt, soll ja auch ein bisschen was anderes gehen, aber das Spielen ist natürlich auch viel mehr vorne mit dabei. Und trotzdem wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit den Videos hier bei Derchotv, und trotzdem sage ich Tschüss, bis dahin.